Wir stellen heute fest, dass die Performance der DB Netz AG völlig unzureichend ist aus Sicht eines Nutzers des Systems. Dafür gibt es verschiedene Indizien. Die DB Netz erreicht ihre selbst gesteckten wirtschaftlichen Ziele nicht. Das ist etwas, was uns vielleicht nur am Rande interessiert. Aber insbesondere, was Kennzahlen angeht, Pünktlichkeit, Verfügbarkeit des Netzes, Kundenfreundlichkeit, überall in diesen Bereichen gibt es erheblichen Handlungsbedarf. Und wenn wir Verkehrswende wirklich wollen, dann muss in diesem Bereich etwas passieren. Und bei der Diskussion darüber hilft aus unserer Sicht nicht, über Wut und rote Linien zu sprechen, sondern wir müssen ganz nüchtern analysieren, wo stehen wir heute mit dem System Bahn, was müssen wir verbessern, damit wir mehr Verkehr auf die Schiene bringen. Und da gibt es eine Menge Dinge zu verbessern. Und Grundvoraussetzung dafür ist, dass die Steuerung des Konzerns DB Netz auf eine andere Art und Weise erfolgt. So wie sie heute gesteuert wird, als Teil eines Konzerns, der ganz normal wirtschaftlich tätig ist, sind die Anreize eben falsch gesetzt, nämlich die Anreize sind, Geld mit dem System Infrastruktur zu verdienen. Die Infrastruktur ist aber ein natürliches Monopol. Damit Geld zu verdienen, ist nicht weiter problematisch. Das kann im Grunde genommen jeder. Die Infrastruktur wird aber zwingend benötigt, um den Verkehr, den Mehrverkehr auch tatsächlich auf die Schiene zu bringen. Und deshalb muss die Steuerung des Konzerns DB Netz signifikant verändert werden. Da haben wir als Netzwerk Europäischer Eisenbahn mit dem Gutachten von Professor Ehrmann konkrete Vorschläge gemacht und wir werben dafür, dass über diese Vorschläge konkret gesprochen wird und eben nicht einfach nur gesagt wird, wir machen so weiter wie bisher. Naja, was wir wahrnehmen ist, dass es da durchaus hakt in den Koalitionsverhandlungen. Wir hören, dass die SPD bei dem Thema massiv auf der Bremse steht, sicherlich auch befeuert durch Aussagen der EVG. Bei der FDP und bei den Grünen sieht es genau andersrum aus. Die sind durchaus Befürworter einer Reform. Wir wissen natürlich nicht, wer sich da letztendlich durchsetzen wird, werben aber in Richtung der SPD dafür, sich sehr ernsthaft mit dem Thema zu beschäftigen. Wir haben vor wenigen Tagen noch eine Umfrage durchführen lassen, die zu dem Ergebnis gekommen ist, dass 49% aller Deutschen für eine Trennung sind, im Übrigen auch 49% aller SPD-Wähler. Und insofern weisen wir darauf hin, wenn es uns nicht gelingt, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass wir eine Verkehrswende hinbekommen, dann fällt es letztendlich auf die Politik zurück. Deshalb werben wir dafür und sagen, liebe Leute, schafft die Rahmenbedingungen so, dass wir als Eisenbahnverkehrsunternehmen tatsächlich mehr Verkehr auf die Schiene bringen können. Wir nehmen wahr, dass jetzt ganz Deutschland über eine Neuorganisation des Schienenverkehrs spricht, gerade auch in den laufenden Koalitionsverhandlungen. Wir finden das sehr gut. Wir glauben, dass bei über 30 Milliarden Verschuldungen des DB-Konzerns, dass bei einer sehr, sehr schlechten Performance, insbesondere beim Thema Infrastruktur, niemand behaupten kann, das gehöre jetzt nicht auf die Tagesordnung und wir könnten einfach so weitermachen wie bisher. Wir sagen, wenn wir wirklich dem Klimawandel etwas entgegensetzen wollen, wenn wir mehr Verkehr auf die Schiene setzen wollen, dann ist erstmal das Allerwichtigste, dass die Infrastruktur, Gleise, Stationen, Bahnstromnetz, also die Benutzeroberfläche, auf der die Verkehrsunternehmen dann fahren können, dass diese von ihrem Gewinnerzielungszwang, dem sie heute unterliegt, befreit wird. Mit anderen Worten, die Ergebnisabführungs- und Beherrschungsverträge innerhalb des DB-Konzerns müssen als erste gekündigt werden und die Infrastrukturgesellschaften des heutigen DB-Konzerns müssen miteinander fusioniert werden, um einfach Schnittstellen innerhalb des Konzerns zu beseitigen. Und dann brauchen wir eine gemeinwohlorientierte Ausrichtung dieser neuen Infrastrukturgesellschaft. Dann ist es möglich, dass alle Verkehrsunternehmen wirklich ihr Optimum bringen. Und machen wir uns nichts vor, Infrastruktur wird immer teuer sein, egal in welcher Organisationsform. Es ist aber nicht egal, wo die Debatte darüber, wie viel Bahn wollen wir, wie viel Infrastruktur brauchen wir dafür, ob diese Debatte hinter verschlossenen Türen des DB-Aufsichtsrats geführt wird oder ob sie in der Politik geführt wird, dort, wo sie hingehört. Und eine neue Infrastrukturgesellschaft, idealerweise im direkten Besitz des Bundes, wäre das wichtige Werkzeug in der Hand der Bundespolitik, um genau diese Debatte zu führen. Wir haben in den vergangenen 25 Jahren seit der Bahnreform oder 27 Jahren seit der Bahnreform speziell im Regionalverkehr ja große Erfolge erzielt. Ich sage immer, hätte es den Wettbewerb nicht gegeben, an dem ja nicht zuletzt unsere Unternehmen kräftig mitgestrickt haben, hätten wir die Leistungssteigerungen der vergangenen Jahre niemals
bezahlen können. Dann hätten wir keinen Model-Split-Anteil der Schiene bei 8% im Personenverkehr, sondern vielleicht von 5,5%. Hätten wir mit den Monopolpreisen, die die DB Regio in den 90er Jahren aufgerufen hat, weitergemacht, dann wären wir jetzt bei 5,5%. Ja, und das zeigt, das ist ein prinzipiell sehr, sehr attraktiver Markt, an dem sich Unternehmen beteiligen wollen. Nur natürlich müssen die Rahmenbedingungen stimmen und dann können wir alle gemeinsam auch was für mehr Fahrgäste auf der Schiene erreichen. Es gibt ja immer noch das Ziel, bis zum Jahr 2030 die Zahl der Fahrgäste zu verdoppeln. Das ist extrem ambitioniert. Wir stellen aber fest, ändern wir an den Rahmenbedingungen nichts, bleibt das bloße Deklaration und ist es bis 2030 nicht zu schaffen. Ja, ich denke mal, insbesondere die Ampelverhandler, also die Verhandler zur Erstellung eines neuen Koalitionsvertrages, müssen sich jetzt einen Ruck geben. Nicht nur Grün und Gelb müssen für Reformen eintreten, sondern am Ende eben auch die SPD, die künftig den Kanzler stellen möchte. Und man muss sich einfach klar machen, ein weiter so wie bisher, das kann es nicht geben, das führt ins Nichts. Und wir sind, wie gesagt, jetzt schon bei Schulden von weit über 30 Milliarden Euro der DB. Wenn wir dann irgendwo bei 50, 60 sind, dann haben wir wirklich verloren. Dann kommen am Ende alle zu dem Ergebnis, dann lassen wir doch wieder Auto fahren. Und so weit dürfen wir es auf keinen Fall kommen lassen. Die SPD mauert und versucht, alles beim Alten zu lassen. Das muss sich ändern und deswegen haben wir hier heute klare Botschaften gesendet. Eine Reform des Eisenbahnsystems ist zwingend erforderlich. Ein Weiter-so kann es nicht geben. Für die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner in diesem Lande gilt nicht Angst machen oder Angst vor dem Wettbewerb, sondern für die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner kommt die klare Botschaft von der GDL. Ihr müsst keine Angst um Arbeitsplätze haben, denn ihr erlebt seit Jahren, dass ihr unterbesetzt im direkten Bereich seid. Weder das Monopol, die Infrastruktur mit Netz, Station und Service und der Energieversorgung ist in irgendeiner Form von Arbeitsplatzabbau bedroht, noch die Wettbewerbsunternehmen, Regio, Cargo oder Fernverkehr. Beides zusammen muss auch an der Stelle, so wie es heute im DB-Konzern organisiert ist, neu ausgerichtet werden. Die Eisenbahnverkehrsunternehmen müssen wie die Wettbewerber auch gute Verkehrsleistung auf dem Herzstück des Eisenbahnsystems, auf den Schienen, in den Stationen und am Ende auch bei der Energieversorgung bringen. Die Monopolstellung des Infrastrukturgesamtsystems, nämlich Netz, Station und Service und Energieversorgung, lässt nur einen einzigen Schluss zu. Es müssen viele Milliarden Steuergelder hineinfließen, um am Ende dieses System effizienter, zuverlässiger, sicherer und vor allen Dingen auch pünktlicher zu machen. Der Deutschlandtakt, der in aller Munde ist, ist nicht einfach nur ein Wort, sondern ist der Beginn in eine gute Zukunft für unsere Eisenbahn. Dieser Deutschlandtakt darf weder von gewinnorientierten Interessen getrieben werden, noch von der Frage, dass der Marktführer seinen Fernverkehr allem voranstellt. Wir sehen im Augenblick den Güterverkehr klar benachteiligt. Nicht ausreichend Trassen, kein komplettes Zugsystem auf die Schiene gestellt. All das bewirkt, dass der Güterverkehr benachteiligt ist. Wir sehen als Eisenbahnerinnen und Eisenbahner momentan nicht nur mit Frust und auch mit Kopfschütteln auf das, was die EVG treibt, sondern wir betrachten dies als nackte Panik vom Verlust der Funktionsträger ihrer Aufsichtsratsmandate oder auch ihrer Pfründe. Wir sehen hier eine Gewerkschaft, die den Namen an der Stelle nicht verdient hat. Denn das, was sie mit den Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern betreibt, ist nicht nur Angst und Panikmache, sondern sie belügt sie und bringt Halbwahrheiten im Sinne des Bahnvorstandes unter die Leute. Funktionsträger werden hier aufmarschieren am morgigen Tag. Und unser Ziel war heute, mit der Pressekonferenz ein Achtungszeichen zu setzen. Die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner gehen nicht demonstrieren, wenn mehr Arbeitsplätze im System entstehen. Und sie müssen sich auch nicht vor den Karren spannen lassen für das Management dieses Konzerns. Interessanterweise ist das Management komplett abgetaucht. Während der Koalitionsverhandlungen sind sie nicht mehr bereit, ihre Argumente in die Waagschale zu werfen. Sie gehen auf Tauchstationen und warten ab, was Rot, Gelb und Grün im Koalitionsvertrag bringen. Wir zeigen klare Kante und sagen, für das Eisenbahnsystem ist es von enormer Bedeutung, dass das Herzstück, die Infrastruktur von einer Bundesorganisation nicht nur aus dem Konzern herausgelöst, sondern anders geführt,
Die Frage, ob man das im DB-Konzern belässt, kann man auch mit Ja beantworten. Aber eine Neuausrichtung durch Wegfall der Gewinnabführung und Beherrschung und vor allen Dingen ein geschlossener Finanzierungskreislauf für das subventionsgetriebene Monopolunternehmen Infrastruktur. Das liegt uns am Herzen, denn in den vergangenen Jahrzehnten ist der Beweis angetreten worden, dass wir Milliarden an Steuergeldern ineffizient verpulvert haben und dass dieser Bahnkonzern sich in der ganzen Welt engagiert hat, nur nicht im Eisenbahnsystem dieses Landes. Diese Neuausrichtung ist für uns zwingend und deshalb müssen die Eisenbahner frohen Mutes in die Zukunft schauen, keine Angst um ihre Arbeitsplätze haben, sondern sich beteiligen an einem Herzstück Infrastruktur und mehr Verkehr auf der Schiene. So gelingt Klimawandel, so gelingt auch die Verkehrswende. Wir fordern, dass unsere Infrastruktur bei der Eisenbahn in Deutschland zukünftig anders betrieben wird, gemeinwohlorientiert, anstelle es betriebswirtschaftlich orientiert zu machen. Denn aktuell ist es so, für das Unternehmen Deutsche Bahn rentiert es sich, keinen Schneepflug fortzuhalten, stattdessen die Strecke zu sperren. Und das ist nicht das, was im Sinne des Gemeinwohls liegt. Im Sinne des Gemeinwohls liegt es, eine zuverlässige Eisenbahn zu haben und eine pünktliche Eisenbahn zu haben. Und dafür brauchen wir andere Ansätze, andere Prioritäten. Und das funktioniert nicht mit der gewinnorientierten DB Netz AG und mit den gewinnorientierten Station und Service und der DB Energie. Wir haben uns in diesem Bündnis zusammengefunden, die Wettbewerber, die GDL, aber auch andere Partner, und wir haben gemeinsam entdeckt, dass wir wollen, dass das System Schiene in Deutschland einfach besser wird. Und deswegen fordern wir gemeinsam eine Bahnreform 2.0, und ein Kernelement dieser Bahnreform ist eben ein gemeinwirtschaftlich orientierter Betrieb der Infrastruktur. Warum haben wir diese Partner? Teilweise auch, weil zum Beispiel, wenn die DB Strecken wegen Schnee sperrt, dann klagt dagegen kein Unternehmen aus dem DB-Konzern. Aus falsch verstandener Loyalität, wegen der Beherrschung von oben. Die Wettbewerbsbahnen sind hier unsere Partner geworden und sind mit uns gemeinsam in die Bütt gegangen, haben auch, als Hauptamtler können sie das, wir als Ehrenamtler teilweise nicht. Sie haben bei der Bundesnetzagentur die entsprechenden Verfahren angestoßen und wir haben jetzt erreicht, keine Strecke bleibt länger als 24 Stunden gesperrt bei Schnee, und das ist ein Riesenerfolg. In einem ersten Schritt muss unserer Meinung nach die Gewinnabführung und die Beherrschung des DB-Konzerns gegenüber der Infrastrukturgesellschaften beendet werden. Das lässt sich durch eine Kündigung der Verträge erzielen. Und die Gesellschaften müssen in gemeinnützige Gesellschaftsformen umgewandelt werden, zum Beispiel eine GAG oder eine GmbH. Das lässt sich auch innerhalb des Konzerns bewerkstelligen. Gleiches gilt die Zusammenführung dieser Unternehmen, dass sich das Konzept Infrastruktur aus einer Hand zukünftig beziehen kann und nicht mehr aus dreien. Und in einem dritten Schritt muss der Staat sich dann entscheiden, möchte ich meine Infrastruktur selbst betreiben, so wie ich es bei Wasserstraßen und bei Straßen mache, oder möchte ich es weiter einem Unternehmen überlassen, das das für mich tut. Und unserer Meinung nach muss der Staat hier die Sache wieder selbst in die Hand nehmen. Das ist natürlich irgendwo auch ein Konflikt. Bereich Fernverkehr, der außerhalb von Corona in den letzten Jahren zum Beispiel relativ viel Gewinn erzielt hat, da verhindert natürlich die Position des Bundes auch, dass der anfängt, Aufgabenträger zu werden, sich zu engagiert, dass wir zum Beispiel auch Fernverkehr in Städte wie Chemnitz bekommen und nicht nur einmal oder zweimal am Tag, sondern wirklich im fixen Takt, weil bisher ist es einfach rentabler, die DB Fernverkehr auf ihrem Netz oder in ihrem Konzept fahren zu lassen, ordentlich Gewinne zu erwirtschaften, und die zwei, drei Flixtrains dazwischen stören auch nicht. Aber in dem Augenblick, wo man ein Aufgabenträgerkonzept ansetzt, könnten eventuell dann auch die Gewinne vom Fernverkehr nicht mehr so einfach fließen.